Willkommen in Mailand, willkommen im berühmten San Siro. Wir begrüßen Sie zu dieser Begegnung. Wolf Fuchs und Frank Buschmann werden Sie durch das heutige Spiel begleiten. Auf dem Programm steht heute eine sehr interessante Begegnung. Das wird mit Sicherheit ein Riesenspiel. Also ich bin sicher, das wird ein Riesenspiel. Geht bei den beiden Mannschaften doch gar nicht anders. Matthijs de Ligt. Und die Nummer 3, Ruben Dias. Und die Nummer 21, Arnold Chilwell. Und die Nummer 6, Joshua Kimmich. Da kommt die Aufstellung, so gehen sie in diese Partie heute. Marc-André ter Stegen im Tor. Matthijs de Ligt spielt mit Ruben Dias in der Abwehr. Joshua Kimmich steht mit Kevin De Bruyne auf den zentralen Positionen. Und im Sturm ist Erling Haaland. So will Tottenham Hotspur also heute in die Partie gehen. Also wenn die auflaufen, dann weißt du, was du bekommst. Das wird ein intensives Spiel, Buschi. Ja, Wolf, weil sie natürlich immer wieder über das Pressing kommen, weil sie dem Gegner auf den Füßen stehen, weil sie ihm keine Luft zum Atmen geben. Tottenham Hotspur gehört zur Spitzengruppe des englischen Fußballs. Was will aktuell Buschi? Was heißt das? Ja, die Bundesliga wäre sicherlich froh, wenn man so eine breite Spitzengruppe hätte. Aber klar, die finanziellen Möglichkeiten im englischen Fußball sind einzigartig. Und jetzt starten wir in die erste Hälfte. Toni Kroos. Frenkie de Jong. Gute Aktion. Erling Haaland. Ah, das war zulässig. Kevin De Bruyne dürfte auch heute wieder eine sehr wichtige Rolle spielen. Ja, das ist einfach diese Übersicht. Kann den Ball perfekt verteilen, treibt die Mannschaft immer wieder nach vorne, ist Dreh- und Angelpunkt bei diesem Vorstoß. Befreiungsschlag. Sehr dribbelstark, da sehen wir es wieder. Vielleicht die Führung jetzt. Kein Problem, ganz sicher. Sie nehmen die kurze Variante. Serge Gnabry. Ball bei Son. Zieht einfach mal ab. Klasse aufgepasst vom Torwart. Kurz ausgeführt. Gnabry blockt den Schuss erstmal ab. Ah, kurz ausgeführt. Erstmal geklärt. Das gibt einen Einwurf. Mbappé. Ah, das könnte was werden jetzt.
Kevin De Bruyne. Und dann ist der Ball weg. Son kann über außen kommen. Das hätte gefährlich werden können, aber abgewehrt. Jetzt Cristiano Ronaldo. Jetzt haben sie den Ball verloren. Ben Chilwell. Da ist De Bruyne. Alles. Da ist der Ball weg. Højbjerg. Jetzt Cristiano Ronaldo. Ja, sieht durchaus vielversprechend aus. Neymar zieht da nach innen. Neymar! Diese Riesenchance zum 1:0 für Neymar. Dieser so sichere Mann, dieser Torgarant, er scheitert. Woran hat es gelegen? Ich glaube, das weiß er selbst nicht. Abhaken. Mbappé. Er holt sich den Ball. Cristiano Ronaldo. Gnabry. Das könnte eine Gelegenheit werden. Toni Kroos. Das macht er sehr gut. Vielleicht der schnelle Konter jetzt. Haaland. Jetzt nimmt das alleine mit allen auf. De Gea setzt sich im 1 gegen 1 durch. Da zeigt er sein Können. Es ist eng. Die Zahlen drücken das klar aus. Keiner mit Vorteilen beim Ballbesitz. 0-0. Beide tun sich schwer, Akzente zu setzen. Wir sehen kaum Torchancen. Den Kopfball kann er ganz einfach halten. Da fehlte die Power, eine leichte Nummer. Pogba wird gut unterstützt. Er setzt sich durch und jetzt könnte es was werden. Oh, kein Tor. Da hatten viele hier schon den Torschrei auf den Lippen. Jetzt war ran. Ah, das frühe Stören, das zahlt sich aus. Da haben sie den Ball. Und da wird die Nachspielzeit angezeigt. Eine Minute gibt es noch oben drauf. Die erste Hälfte ist vorbei. Toni Kroos war aus meiner Sicht nicht sonderlich stark in der ersten Spielhälfte. Alles in allem würde ich sagen, eine durchschnittliche Leistung bisher. Immerhin stimmt das Zwischenergebnis. Und vielleicht sorgen die anderen, vielleicht sorgt die mannschaftliche Geschlossenheit ja auch dafür, dass es nach der Pause besser wird. Die zweite Hälfte kann beginnen. Tottenham hat Anstoß. Er macht viel Druck jetzt. Den Ball hält er gut. Ist natürlich mutig, es von da zu versuchen. Ja, aber das findet der Trainer überhaupt nicht witzig. Da müssen sie mehr rausmachen.
Boah, schwach gemacht. Böser Torwartfehler. Sie können es nicht fassen, dieses Tor haben sie ja verschenkt. Und dieses Geschenk, na klar, das nehmen die natürlich auch gerne an. Das ist ein klarer Torwartfehler. Da kommt die Szene nochmal. Ein dicker Bock. Leichtsinn. Logische Konsequenz, der Treffer. Und damit haben wir den ersten Treffer. Jetzt könnte das Spiel richtig Fahrt aufnehmen. Defensive ist gut organisiert, da kommen sie nur schwer durch. Die Rufe der Fans, die ahnen hier eine gute Chance. Super durchgesetzt. Da ist der Torwart da, gut gemacht. Ecke wird kurz ausgeführt. Jetzt die Hereingabe von De Bruyne. Da können sie klären. Paul Pogba. Ronaldo am Ball. Die Chance jetzt vielleicht zum Konter. Da gewinnt er den Zweikampf. Vielleicht bringt er die Ecke rein. Ah, kurz ausgeführt. Super gemacht, gute Verteidigung. Schiedsrichterin entscheidet erstmal auf Vorteil. Ronaldo am Ball. Sie verlieren den Ball. Und jetzt Toni Kroos. Der Angriff jetzt, das machen sie gut. De Jong. Was macht er noch? Er bringt den Ball im Tor unter. Die neue Führung damit zwei Tore. Es läuft. Also wenn er von da abschließen kann, dann macht er das Ding. Ist ja keine Frage. Treffer aus kurzer Distanz. Kein Schnulzig. Sehr gutes Tackling, das war wichtig. Tottenham hat in Sachen Ballbesitz mehr oder weniger deutliche Vorteile in dieser Partie. Und das ist schon klasse, wie sie aus dieser Überlegenheit immer wieder zu guten Chancen kommen. Man führt, man ist auf dem besten Weg, den Sieg einzufahren. Im Moment sind sie nicht im Ballbesitz. Sie müssen hinten aufpassen. Haaland. Ja, geht gut dazwischen. Serge Gnabry. Toni Kroos. Am Ball Carvajal. Keine Gefahr, die Flanke wird abgeblockt. Einfach stehen gelassen. Schöne Aktion. Gut, wie er den Ball abblockt.
Mbappé. De Bruyne jetzt am Ball. Ganz alleine. De Gea setzt sich im 1 gegen 1 durch. Da zeigt er sein Können. Der Wechsel bei Tottenham. Der kurze Eckball. Und abgefangen vom Verteidiger, diese Hereingabe. Die nimmt er direkt. Schön, wie er diesen Ball ablockt. Erling Haaland. Klasse Einsatz, aber kommt auch an den Ball. 6 Minuten haben wir hier noch. Er schießt. Und Ter Stegen ist da. Gut und aufmerksam reagiert. Ball ist weg. Richarlison. Ball ist bei Son. Gewinnt dieses Duell. Und jetzt hat er den Ball. Reguläre Spielzeit ist um, aber es geht noch weiter. Gibt 3 Minuten obendrauf. Und Kevin De Bruyne. Nicht gut vom Verteidiger. Nun Kroos. Schlusspfiff. Tottenham hat es geschafft, holt sich diesen Sieg in dieser Begegnung. Sie holen sich den knappen Sieg. Es ist eine Mannschaft, die weiß, wie man sich durchsetzt. Haben dafür genau die richtigen Akteure. Serge Gnabry hat heute eine gute Leistung gezeigt. Da, wenn du ein Tor in so einem Spiel erzielst, dann darfst du dich feiern lassen. Das war ein richtig guter Auftritt heute.